ist echt komplett Mischuge, da einfach hinspazieren und sich das Graffel nehmen, so gern. No problem, das passt schon. Stocki war auch herrlich drauf. Warum? Kommt zu mir und meint so, das gibt's ja nicht, alle 2 Jahre haben wir wegen die Abschiedsfeier. In 2 Jahren stellt man sich wieder ein, dass du wieder feiern kannst. Nicht schon so lange her, dass du Zivilen gemacht hast. Voll. Wirklich, what the fuck, okay. Aus war's März 2012, glaube ich. Okay. Also sind's schon über 1,5 Jahre schon wieder. Ja, das geht allerdings. Joel hat sich am Bart wachsen lassen, also einen richtigen Vollbart. Ja, ja, es ist ja No Shave November. Hat mir die Katja auch gesagt, irgendwie. Anfang des Monats haben wir gedacht, was? Na, wo nicht, oder? Vor allem No Shave November würde ich mir einreden lassen, wenn ich gerade solche Löcher in meinem Bart derzeit hätte. Ja, ich hab anscheinend unbewusst nichts gemacht. Auch nur weil eben Standort 2. Mir fällt echt am Kinn der Bart aus. Ich hasse das, Alter. Und mittlerweile zieht sich das immer weiter rauf. Das hat irgendwo angefangen im Hals, so ein kleiner Fleck, der sich jetzt schon, ich weiß nicht, auf ungefähr das 20-fache ausgeweitet hat. Genau, du bist nackt, wie du führst. Ja, ich sag's dir, ja, bald muss ich mich nicht mehr rasieren. Also wenn das so weitergeht und so wächst wie bisher, muss ich mich in einem Jahr mehr, nicht mehr rasieren, also. Aber das hat angefangen, glaube ich, wann? Im Juni oder so. Ja, wenn wir bei der alten Donner waren, das ist das erste Mal gesagt.
Vollgas. Und dabei wollte ich immer so einen dicken Mustachio haben. Das lutscht einfach. Kennst du lutschen? Schmeckt's groß. Deppert, heute hätte mich in DayZ fast einer gesnappt mit der Vintores in unserer Base. What? Ja, ich bin oben auf der Plattform, also die über der Garage ist, die Pschemme gebaut hat und baue sie gerade aus. Und ich stehe oben und weißt du, und während du was baust, du bewegst dich ja gar nicht. Und platziere gerade, versuch gerade die nächste Plattform zu platzieren, weißt du, und werkel rum, so ein bisschen rauf, ein bisschen runter und hör auf einmal nur so und sehe den Schuss durch die Brust von meinem Char durchlaufen, so. Escape hinlegen und denkt mir so, seriously, er hat freies Schussfeld von God knows wo auf mich und schafft es, mich nur in die Brust zu treffen. Dann noch ungefähr, keine Ahnung, 20 Minuten angewiesen und geschaut, von wo er geschossen hat, ob ich ihn vielleicht irgendwo um die Base sehe. Nur, pff, keine Chance. Vermutlich wieder irgendeiner von diesen Lappen, die mit Ghillie-Suit rumrennen und... Naja, wenn du in der Base gesessen bist, gibt's eh nur einen Punkt, von dem er schießen kann. Naja, wenn vermutlich dann von... aus dem Norden herausgeschossen. Aus dem Norden kannst du noch schön in die Base reinsnipen, wenn du auf einer der Plattformen bist. Ich hab dann eh gedacht, okay, er hat irgendwo aus dem Norden geschossen und dann noch geschaut, aber pff, einfach nichts gesehen. Und dann gedacht, ja, okay, was soll's. Aber wirklich so ein Fail einfach nur. Vor allem, ich meine, die Vintores, ist die nicht Full Auto? Ja, schon. Aber auf 600 Meter mit der Full Auto schießen kann Sinn. Naja, 600 Meter wird sicher nicht gehabt haben, also der ja, war sicher näher dran, aber trotzdem, wie gesagt, ein Schuss, zack, in die Brust und denkt man so, oh, okay, hinlegen, ja, passt. Er hätte mich zwar haben können, aber offensichtlich... Mit dem Ding Spielerjagen ist er sowieso komplett bescheuert, weil das ein 9mm Teil ist, was wissen da, wenn wir da umhauen. Er hat mich getroffen in die Brust und ich habe weder geblutet noch wirklich Blut verloren. Ja, eben, ist komplett lächerlich. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so okay, entweder extrem Luck gehabt oder er hat einfach nur so weit daneben geschossen, wie man nur daneben schießen kann. Aber ja, auf alle Fälle nett, dass er mich nicht umheizen wollte. What the fuck? Gestern in die Bude gekommen. Ich glaube, ich bin also nicht im falschen Stockwerk oder so. Ich kenne keine Sau. Ich
Ja, das unfassbar. Passiert halt, wenn man so lange Urlaub hat. Ja, aber ich sehe, ich muss zugeben, auch die letzten paar Mal, wie ich hier aufgetaucht bin, dich, den Kova, ja, Stocky, Niki, Joel, das war's eigentlich. Also vor allem seitdem ihr raus seid aus dem Ares Tower, oder seitdem Voll. Die besser gesagt raus sind aus dem Ares Tower, keine Ahnung mehr, wer da alle ist. Kennen die Leute auch. Sie haben jetzt irgendwie, dem anderen mal dann erzählt, sie haben in der Zwischenzeit eine DKU-Schulung und eine Resi-Schulung gehabt. Ich kenn's keine Sau mehr, da sind 30 neue Leute gesessen. Was brandneue Leute auf DKU eingeschult oder bestehen? Ja. Boah. Die sind dann sicher so hilfreich wie die hohen Kinder von der UPC gestern bei mir. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer geglaubt, dass bei uns die Kunden schlecht dran sind, aber seit ich auch selber bei UPC zwei, dreimal angerufen habe. Ja, Horror, es sagen, ist überall dasselbe. Das ist eigentlich ziemlich gut. Es ist überall dasselbe. Ich muss zugeben, wie ich mich bei UPC beworben habe vor, das war das sicher 13, 14 Jahren, das erste Mal für deren Technik hatten sie noch die Uranforderungen. Wirklich, wenn du irgendein Noob warst, der sich Steine auskannte bei Technik, hat sie das nicht interessiert, aber mittlerweile ist es so wie in jedem Callcenter. Solange du zwei Daumen hast, gib er mal da. Überqualifiziert. Einer reicht. Ja, wollen wir mal nicht übertreiben. Es ist echt bekloppt einfach nur, also die Requirements mittlerweile, die sie haben, sind so like, yeah. Na, weißt, nicht einmal so arg Technik, weil ich habe ja zweimal angerufen, weil ich einfach mein Passwort nicht gewusst habe, weil ich eine Rechnungskopie gebraucht habe. Mhm. Das sind solche umständlichen Kinder, das packst nicht. Ja, die sind pretty bogus. Die erste war ja überhaupt beste, wo ich ja sage, ja, ich brauche halt die Zugangsdaten für die Online-Rechnung. Also ich gesagt, ja, sie kriegen die Rechnung ja auch auf ihre Cello-E-Mail-Adresse. Ich gesagt, ja, da habe ich die Daten auch nicht mehr. Und sage halt so, ja, ob so nicht einfach das Kundenkennwort durchgeben kann. Ich kann ja eh alles sagen von mir. Und sie, nein, das Kundenkennwort kann ich ja nur an ihre E-Mail-Adresse schicken, die bei uns eingetragen ist. Ja. Lass es mich raten, ist das die Cello-Adresse? Sie, ja, dann haben wir aber ein Problem. Ah. Ja, per Post kann ich sie noch schicken. Alter. Ah. Per Post? Seriously? Mann, was soll denn der Scheiß, Alter? Aber ich kann mich gar nicht erinnern, war das bei Tele 2 auch so? Nein, oder? Na, Uhr nicht. Du sagst einfach dein Geburtsdatum oder Bankdatum, was abbuchst wird und fertig. Aber sie sind zu umständlich, keine Ahnung. Ja, wie gesagt. Ist nichts Neues im Staate Dänemark. Heißeln sind es trotzdem alle miteinander. Ja, ja, das ist doch selbstverständlich, oder? Das nochmal die Hure des Bösen schlägt zurück.
Ja, ist halt schon bogus, aber was willst du machen? Zu Silver-Server gehen, oh no! Ja, oh no ist da glaube ich die einzig mögliche Reaktion, oder? Es ist so herrlich, wie die Übernahme, wie sie die wieder bis ins Detail geplant haben. So super. Die haben einen Scheiß geplant, oder? Sie hauen einfach, dass es noch mitkriegt, sie haben der ganzen KMU, haben sie einfach Silver-Server draufgehauen eines Tages, ja, ja, nach einer 5-stündigen Einschulung. Und wir, ja, wir müssen eh alles weitleiten, quasi so auf die Art, passt. Und dann habe ich irgendwann einmal, das war eh wie prophezeit, wir haben uns bei nichts auskannt, haben alles einfach per Ticket weitergeleitet. Und ich habe dann irgendwann einmal zum NOC verbunden, halt zum NOC Business, weil die das auch irgendwie drauf geschnalzt bekommen haben. Und habe in Ibiza dran und sagst, ja, ich habe dann Silver-Server gefunden und ja, oh, nein. Und wir lauern halt so drüber und der so, ja, ja, bei uns ist genau die gleiche Scheiße, sie haben uns nichts gesagt und einfach zack, draufgeschalten, fertig. Ja, das ist nicht das gängige Schema in der Bude bei uns gewesen. Ja, aber ich meine, es hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn sie das bei uns machen, das war eh klar, dass uns das einfach draufhauen aus irgendeinem Grund. Aber das beim NOC-BL nicht einmal quasi kurz Bescheid sagen, hey Leute, ihr kriegt vielleicht Silver-Server-Calls. Schon eine Leistung, die sind im gleichen Gebäude, Alter. Das ist doch denen vollkommen wurscht. Ich bin überhaupt gespannt, wie lange das Konzept von denen noch aufgeht. Ich meine, früher hat es gut funktioniert, halt keine Werbung machen dafür, günstige Sachen. Aber mittlerweile ist einfach nur noch Fail, weil es das gleiche kostet wie bei allen anderen Heiseln und trotzdem keine Werbung. Hm. Ja, vor allem, sie haben überhaupt keinen Plan für die Zukunft. Wirklich gar keinen. Es ist traurig einfach nur. Sie flanschen halt herum und machen einen auf, oh, sie sind der Underdog, der sich beweisen muss. Und sie sind kein Underdog, sie sind einfach nur behindert. That's it, ja, period. Das ist korrekt. Ich meine, im Jahr 2013 VDSL einführen ist schon Leistung. Ja, was heißt, oder? Aber saubere noch dazu, oder? Die hat sich gewaschen. Ja, VDSL ist halt top. Außerdem zum Alternativanbieter gehen muss trotzdem noch die Leitung von der 1 hast, die ist einfach ganz der gleich in den Kopf schießen. Weil jeder Scheiß. Ja, vor allem womit sie Werbung machen, hast du das gesehen? Dieses von A1 zu Tele2 wechseln ist so einfach wie die Glühbirne wechseln. Ja, und das bleibt aber noch immer dieselbe Glühbirne. Kurzum, du schraubst sie raus und schraubst sie wieder ein. Ja, stimmt ja. Das, ich meine, wenn du diese Analogie fortsetzt, dann ist es genau das, nichts anderes. Schraubst sie aus, schraubst sie wieder ein und sitzt auf demselben alten Gaul, nur verrechnet es dir jetzt bei einem anderen, ich weiß nicht, Stromlieferanten. Ja, du musst nur mit Edding besser draufschreiben. Ja, genau. Es ist einfach so lächerlich, wenn sie Werbung machen für diesen Käse und du denkst dir dann echt so, what the fuck, was habt ihr geraucht, Leute, ernsthaft?
Das ist einfach so ein No-Brainer, was sie betreiben, das kannst du echt nicht antun. Aber Hauptsache ist, es ist leicht zu ihnen zu wechseln. Voll. Ja, vor allem mit diesem VDSL, das ist ein Armutsgeständnis, ein einziges, nichts anderes ist das. Trauriges Armutsgeständnis, oder im 21. Jahrhundert bei Glasfaserleitungen und Anbietern, die dir 150 Mbit anbieten, mit 20 Mbit in der Gegend rumzurädeln, so als wäre das das Ding, das Maß aller Dinge, das ist so. Hey, es gibt doch 30. Dir reicht zwar keine Sau, aber. Das, ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte sehen, dass irgendeiner 30 erreicht. Das möchte ich sehen, Alter. Wenn sie den ersten Typen haben, der 30 Mbit erreicht über eine VDSL-Leitung von Tele 2, oder bin ich der Erste, der dort subscribed und sich einen Anschluss von ihnen holt. Aber echt. Sag ich nur eines, VDSL my ass. Das Beste ist das Dienstzeugnis. Ich glaube, oh, bitte hör auf. Mir kommen die Tränen vorm Lachen. Ich bin dann noch im Raucherraum gesessen, halt so ein, zwei Stündchen. Und hab das am Tisch liegen gehabt und jeder, der reinkommt, und sagt so, da mal schauen, nimmt sie, und das soll ein Dienstzeugnis sein, aber wirklich jeder. Das ist ja auch lächerlich.
dass sie sich noch immer trauen, so einen Scheiß auszuschreiben, oder das. Da denke ich mir schon manchmal, holy crap. Lächerlich einfach nur. Einfach nur lächerlich. Aber ja, sie sind halt Pros, wenn es um solche Sachen geht. No, nicht. Fehlkopter sind's. Ja, das vielleicht auch. Hurngenau miteinander. Aber ja, wir haben es finally hinter uns gebracht. Voll. Das ist erst komplett hirnrissig. Ich meine, alle Leute, die irgendwas drauf gehabt haben, haben sie erst verkrault. Ja, ja, aber das heißt, mit denen wird es auch ordentlich im Bach untergehen. Sie haben ja wirklich, sie scheißen ja mittlerweile jeden einfach auf dem Schädel, der irgendwie was drauf hat, weil die Kascha und der Flechel haben sich ja beide beworben als Teamleiter. Ja. Der Kascha haben sie irgendwie gesagt, ja, sie ist viel zu passiv, sie kennt sich zwar gut aus, aber sie ist viel zu passiv, sie kann das nicht machen. Und beim Flechel haben sie irgendeine andere Ausrede halt verwendet, aber es ist einfach komplett witzlos, wie sie die Leute versuchen mit sowas zu halten, endlos. Ja. Im Endeffekt kommt eh nie was raus. Hm? Aber dass sie komplett Banane sind, was das angeht, war auch von Anfang an klar. Der Laden von uns. Der ehemalige Laden mittlerweile. Der ehemalige Laden von uns. Der ehemalige Laden. Die Bude, die angezündet gehört. Voll. Die können wirklich im Vielleicht können sie sich ja bald beim Wohnservice bewerben, vielleicht stellen wir noch wen ein. Nö. Wird aufgestockt. Ja. Muss ich da mit Asozialen diskutieren? Ja! Dann nicht. ungefähr 90%. Also. Dann hätte ich gleich bei meinem alten Job bleiben können. Aber dort telefonierst du wenigstens nicht nur mit ihnen, dort sitzen doch direkt gegenüber. Schön. Da kannst du ihnen gleich eins in die Kann Fenster ich das gehen. Elend noch sehen auch. Und das sieht auch dich aus. Das sind so nette Leute, die dann herkommen zu dir und so kein Grüß Gott oder guten Tag, sondern so dich anschauen und so, brauche eine Wohnung. Und okay. Ich brauche einen Blowjob, stell dich hinten an. Dann tastest du dich langsam heran und fragst, wie viel beziehen sie AMS-Geld? Du fragst gar nicht, ob er arbeitet. sie sagen dann ja gleich so, ja, 700 Euro. Ja, oh, das tut einfach nur weh, oder? Musst aber aufpassen, manchmal kann es aber auch sein, dass die so abgehandelt ausschauen und du fragst, wie viel kriegst du vom AMS und so, ja, arbeite. Und wie viel kriegst du netto? Habe ich Lohnzettel da, 3500 netto. What the fuck? Seriously? Ja, seriously. Auch schon gehabt. Okay. Kommt daher wieder ärgste Sandler und packt einen Lohnzettel aus und einen Jahreslohnzettel und du greifst ihn nur im Shell.
es gibt überhaupt ein paar. Ein Kollege hat jetzt einen, der bei einer Wohnung am ersten Platz ist, hat zum Glück eine Frau und zwei Kinder, weil im letzten Jahr hat er Bruttobezüge gehabt, 214.000 Euro. Was? Ja. Yeah. Du möchtest wissen, wo er gearbeitet hat, weil jetzt bezieht er AMS-Geld 1.400 Euro. Okay. Bei drei. Wirklich? Ja. Ist zu deppert. Holy crap, okay. Und das angeschaut, ich hab gedacht, ich fang's also, bei an. Wenn man so AMS 1.400 Euro gibt, dann gehe ich nie wieder arbeiten. Ja, da kannst du sicher sein. der kriegt dann 100er mehr fürs nächste und okay. Das ist einfach wirklich lächerlich. Ja, das ist allerdings relativ futile gesehen, also. Ein Bruttoeinkommen jährlich 214.000 Euro, das ist doch krank. Und dann hast du wieder andere, die wirklich an der untersten Gehaltsgrenze dahin siechen und es sich um einen Euro genau ausgeht, dass in die Förderungskriterien einfallen. Safety first, ne? Ja. Ja, warum melde ich mich beim Wohnservice an mit so einem Jahreseinkommen? Das ist doch. Ja. Der kann doch keine Probleme haben, dass er eine Wohnung findet, oder? Na, nicht wirklich. Na, ich glaube, der sucht eh nach Einkommenswohnungen, also so ist nicht. Selbst wenn du jetzt davon ausgehst, dass er gut gelebt hat und sich vielleicht nur die Hälfte von seinem Jahreseinkommen einmal zur Seite gelegt hat für ein Jahr, dann kann er sich schon schöne Eigentumswohnung kaufen. Das ist halt der Scheiß. Was kriegst du als Check? Arbeitslos. 900. Passt. Kann ich mich schon mal drauf einstellen. Aber das ist ja auch, das ist ja genauso lächerlich, fast für 200 Euro mehr 45 Stunden arbeiten gehen. Das ist doch einfach hier nur sehen, was für eine Welt leben wir. Ich hab bei der Bank habe ich verdient 1.400 netto. Jetzt beim Wohnservice kriege ich 1.3 netto. Aber es hat sich halt vom Rechner schnell mit Fazit, Benzin und so weiter ist. Ist ein Plus rauskommen für mich, was überbleibt. Und wenn ich AMS beziehen würde, würde ich auch kriegen 950 oder sowas. Das habe ich mir auch damals ausgerechnet. Irgendwann ist da was ziemlich falsch gelaufen, glaube ich. Ja. Weil früher haben die Leute, da hat sich's noch wirklich auszahlt, dass du arbeiten gehst, da wolltest nicht arbeitslos sein. Ja. Und mittlerweile ist so, okay, arbeitslos passt, ein bisschen weniger, vielleicht. Um ja aus. Vielleicht einmal saufen im Monat verkneifen, dann geht das. Dann geht sich das schon aus, das stimmt allerdings. Das ist allerdings wahr. Habe ich jetzt das gesehen, in Deutschland haben sie es ja noch viel geiler. Da haben sie es irgendwie. Müssen sie da jetzt Gesetze diskutieren, weil es anscheinend Firmen gibt, die Leute einstellen, zum Beispiel Taxifahrer, denen ein fixes Gehalt zahlen von 1.000 Euro oder so und dafür hackeln die über 70 Stunden in der Woche. Mhm. Hört sich ja richtig. Traumhaft. Schön. Ja. Unmachbar, ne? Oder dann sehe ich Leute, die Teilzeit angestellt sind und dasselbe verdienen wie ich. Da kann auch irgendwas nicht passen. Hackeln 20 oder 25 Stunden in der Woche und kriegen dafür 1,2, 1,3 netto. Genau so ein Job bräuchte ich. Ja, das wäre der schönste Job. Ich will gar nicht viel verdienen, aber einfach diese ganze Freizeit, die du hast und trotzdem kriegst du noch ein schönes Gehalt. Genau so schaut's aus.
Das wäre optimal. Und wenn ihr das in der Zeit mit den ärgsten Idioten abgemischt, wäre mir wurscht. Ja. Ich weiß, ich habe nachher meine Ruhe. 4 Stunden am Tag würde ich das aushalten. Ja. Die 4 Stunden, da bist du aber hart. Ja, überleg das, also wäre doch der geilste Job. Selbst wenn es, weiß ich nicht, dann Tausender zahlen würden dafür. Ich meine, ist auch schon viel für 20 Stunden, aber das wäre, glaube ich, der ideale Job. Kriegst dann Tausender für 20 Stunden hackeln. Das wäre herrlich einfach nur. Ja. Mal laut. Ja. Na, wenigstens hat das jetzt hinter sich gebracht in der Höllenbude. Jetzt schon außer Haus oder was? Ja, hatte gestern den letzten Tag. Also, letzter Tag, er ist hingegangen, hat sich ein Dienstzeugnis geholt, dass eine Frechheit ist. Okay. Und ihnen auf gut Deutsch sagt, ihr Lappen einfach nur. Ja, der Laden ist eine Frechheit, oder? Das kannst du im Wort nicht fassen. Warum ist das Katastrophale wirklich, wie sie es geschafft haben, über die Jahre alle guten Leute zu vergraulen, aber wirklich jeden Einzelnen? Einfach Gehaltserhöhung? Na, gibt's nicht. Beförderung? Na, gibt's nicht. Okay. Was? Warum willst du gehen? Wir waren doch immer so gut zueinander. Yeah! That must be it. Darum bin ich in der Höllenbude auch. Aufstiegschancen, wer braucht das, Alter? Das ist was für ein Ups, oder? Sind was für Nuppel, die sich nicht auskennen. Umhören, wie man solche Jobs findet. Wir haben auch einen im Bekanntenkreis, der hat irgendwie das mit meinem Bruder in die HTL gegangen und der hat von seinem Vater ziemlich viel geerbt. Na, das sind die Geilsten. Und hat sich dann entschlossen, er studiert halt einfach. Das Problem ist, er ist erst 30 und studiert immer noch. Ja. Hat bis er 30 war nie was kackelt. Und wo ist jetzt das Problem? Ja, sehr einfach nur herrlich. Hat 5000 verschiedene Hobbys gehabt, war Kitesurfen jeden zweiten Tag. Wunderschön. Und was dann, jetzt muss er hackeln auf einmal, weil das Mädel knapp wird? Nein, er arbeitet jetzt ganz freiwillig, dass er bei irgendeiner Party ist, wer kommt, ich hab's schon gehört, der ist jetzt hackeln und wir haben es überhaupt nicht gepackt. Und haben ihn dann gefragt und er fängt an, ja, er arbeitet geringfügig in irgendeiner Softwarebude. Und ist dort im Support für irgendeine App, die es im Apple Store gibt. Okay. Aber irgend so ein ziemlich hochwertiges Klumpert, was Firmen verwenden. Und verdient dort auch, weiß ich nicht, 1500 Euro netto. Yes. Ich frage mich, wie sowas geht, weil er hat in seinem Leben nie was kackelt. Wenn er dort weiterhin bleibt, wird er nie wissen, was richtige Arbeit ist, weil wenn du 20 Stunden hackeln gehst und 1500 Knädel kriegst, also ich meine, das ist ja der Traum von jedem Menschen. Ja, was heißt das? Und das, obwohl er nicht einmal hackeln gehen müsste, das ist ja die größte Frechheit dran.
Und ich war 45 Stunden hackeln für 1200 Euro, wenn ich alle Prämien gekriegt habe, juhu. Wow, okay, das ist schon heftig. Ja, ja, bei uns in der Bude haben sie uns gut gefestet, wegen jedem Scheiß. Okay, alles also klar. Die Faust geht sicher noch ein bisschen tiefer rein. Nein, es geht nicht noch ein bisschen. Bisschen. Es war wirklich nichts anderes. Wir brauchen mehr Gleitcreme. Scheiß auf die Gleitcreme, die ist so teuer. Komplett Banane einfach nur. Ja, in manchen Buden wissen sie einfach, wie sie es richtig anstellen. Dabei sind meine Ansprüche ja nicht einmal hoch. Ich meine, zu den 10% gehören, denen ihre Arbeit wirklich Spaß macht, ist eher Illusion. Das schafft man in den seltensten Fällen, aber wenn du Scheiße verdienst für viel Arbeit und dann auch wie Dreck behandelt wirst, ist halt eher suboptimal. Na, was heißt? Oh, was soll ich mal den Leuten halt Spaß machen? Ja, der ist die Faust in den Arsch einführen und du wirst sagen, es gefällt dir. Ja, Herrin, es gefällt mir. So in der Richtung. Ja, mittlerweile sagen sie es doch schon den ganz neuen Leuten nach ein oder zwei Wochen so, ja, du hast gute Optionen, dass du Teamleiter wirst und so, und schaut, wo ich immer denke, Alter, wenn ich jedes Mal einen Euro gekriegt hätte, wenn sie mir gesagt hätten, ich sollte mich als Teamleiter bewerben oder so, dann hätte ich in der Bude bleiben können, weil dann hätte ich super verdient. Das ist doch einfach ein Scherz. Ja, sie wollen die Leute halt nur ein bisschen trollen. Sie haben einfach ein massives Problem, dass Leute, die von irgendwas Ahnung haben und sich auskennen, nicht in der Bude bleiben wollen. Und dann kommen solche Sachen. In Gering halten sie auch seit, weiß nicht, zwei Jahren in der Firma, weil sie ihnen jede Woche sagen, Teamleiter, bla bla. Wir wissen eh alle, dass nichts passiert, weil Teamleiter wird dann so ein Typ wie der Graf Leitner. No. Der nur ein Vollkoffer ist, außer sonst nix. Ja, aber das ist nicht nur der Tele2, sondern auch der MM-Way. Also, da hat sich ja nie irgendetwas getan. Das war ja von Anfang an so, dass sie nur die Koffer befördern. Ich meine, ich muss zugeben, Joel ist, glaube ich, der Letzte, der einen Teamleiterposten in der Bude gehabt hat, der sich ausgekannt hat und den in irgendeiner Form verdient hat. Und den haben sie auch nur zum Teamleiter gemacht, weil sie damals niemand anderen hatten, weil ihn niemand machen wollte, den Job. Aber so, Technik, Teamleiter, der sich auskennt, wo lebst denn du, oder? Was für eine Traumwelt existierst du? Vor allem in der Technik und Teamleiterposten ist er sowieso, kannst du sowieso knicken. Der Stocke wird in der Position sterben, glaube ich. Ja, das wird er. Das wird er sogar hundertprozentig. Weil erstens macht er alles, was sie ihm sagen. Er hat mir eh erzählt gestern, dass er steuert, er ist fix jeden Montag und Freitag. Mhm. Und müsste theoretisch einen Projektleitervertrag bekommen, kriegt er aber nicht. Er steht nicht einmal in seinen Tätigkeiten, dass er irgendwo steuert oder irgendwie. Ja, aber ich verstehe nicht, warum er sich das antut, ehrlich gesagt, weil ich kann mir vorstellen, dass es für ihn so schwer sein wird, irgendwo anders einen Hocken zu finden. Weil das ist ja lächerlich.
Das ist ja wirklich lächerlich. Und vor allem, er lässt sich ja das jetzt schon wie lange? 3, 4 Jahre gefallen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, seit 4 Jahren ist er in der Bude. Ich weiß sowieso nicht, wie der Mensch das macht. Das ist mein absolutes Rätsel. Der ist... Ich meine, Fredo kennst ihn nicht, aber das ist ein Typ, der ist sogar in der Arbeit, wenn er im Urlaub ist. Das ist... Okay, ich verstehe also es nicht. So einer. Und nutzt und wird halt geritten wie das ärgste Pony dadurch. Ja. Der, das stimmt allerdings, der ist wirklich so oft in seinem Urlaub reingekommen, wo ich mir auch gedacht habe, what the fuck machst du hier? Schleich dich, Alter! Ich meine, ja, er verdient halt mit den Überstunden, die er sich auszahlen lässt, verdient er nicht so schlecht, muss man schon sagen, aber der ist ja 70 Stunden in der Woche hackeln, das würde ich einfach nicht überleben, da könntest du mich aus der Bude raustragen irgendwann. Und das Geilste ist ja, wenn es ihnen gerade nicht passt in ihr Konzept, dann darf er keine Überstunden machen. Aber wenn sie ihn brauchen, dann ja, Urlaub, wurscht, komm rein. Ja, das Problem ist, er macht halt mit. Und ich verstehe es echt nicht, weil ich glaube schon, dass er sich irgendwo anders was Besseres holen könnte. Weil das lächerlich, was da abgeht. So schön, wenn du es kündigt hast, reden die Leute mit dir Klartext. Ich war mit wem ich gehe, mit der Manu, mit dem Stocki und mit dem Bogdan kurz und jeder ist nur über die Bude herzogen. Jeder. Das ist so herrlich. Was du eigentlich denken müsstest, hey, die sitzen eigentlich am längeren Ast, die wollen sich hier um nichts kümmern, aber die werden ja am schönsten gritten von allen, die ganzen Teamleiter. Den Job willst du eigentlich eh nicht haben. Umso lächerlicher, dass damit die Leute halten wollen. Ja, du hast halt eine Chance verspielt, Teamleiter zu werden in der Bude. Aber so. Oh Gott, oh Gott. Ich hab dir gesagt, wenn du die Arschbacken zusammenkneifst, Junge, kann aus dir einfach noch was werden, aber nein. Ich hätte das sowieso nicht gepackt. Ich meine, es ist ja so schon schlimm genug gewesen, die Bude. Aber die Uli und Karin und so was wenigstens noch ertragen können. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste dann auch noch mit dem Derler und mit dem Dremel vielleicht hackeln, dann kommt mir einfach nur Speim, wenn ich den Tag sehen müsste, die zwei Brechmittel. Vollgas, du kannst ja gleich eine Kugel in den Kopf jagen. Dann vielleicht noch mit dem Peter Meyer. Kann man nichts Schöneres vorstellen, Alter. Das größte Arschloch von Davis, Texas. Peter Meyer, wer war das nochmal? Der Typ, der immer, weißt du, Sakko, Hemd, Jeanshose, irgendwelche total geilen Schuhe, die er wahrscheinlich im letzten Modemagazin rausgesucht hat. Lange Haare, so zurückgelt. Oh, oh. So ein richtig klassisches Arschloch halt. Immer dann im Raucherraum gestanden mit seinen Zigarillos, mit keinem geredet. Oh, das war ein Kind, okay. Das sind dann auch so Leute. Ich meine, ich würde wirklich, wirklich gern wissen, was zum Beispiel der Derler und der Peter Meyer verdienen in der Bude, aber es kann nicht so viel sein, dass man sich so aufführt wie der. Das ist einfach... Ist der in der Bude ist das Konzept Safety First? Ich bin so froh, dass ich dort weg bin, ich kann es kaum sagen. Bist du nicht der Einzige?
Kuh. Mann. Lad. Thank you.
Jesus. Jesus, das zweite Bier schon offen. Oh. Na nur so und nicht anders.
Sie ist, gibt's bei Smite wieder einen neuen Gott. Na, no, nicht. Sie haben ein paar gearbeitet. Hebo haben sie jetzt einen neuen Skin verpasst und sie haben ein paar Gods haben sie von den Skills überarbeitet. Ein paar gebufft, ein paar debufft. Nichts Besonderes. Der Hebro. Jetzt gibt's ein Hebro, genau. Can't throw. With the flow. Die neuen South Park Folgen habe ich mir alle reinzogen, die schon draußen sind gestern. Hort, gibt's eine, wo's Game of Thrones verarschen? Oder Cartman so meint, ja, bla bla, irgendwas mit Game of Thrones und der Butters komplett austickt und so, ja, yeah, I forge Game of Thrones and I'm waiting for dragons and shit, but all I see is Wiener, Wiener, Wiener. Thrones ist leider wirklich. Ich habe mich auch irgendwie darauf gefreut, aber es hat irgendwie geendet zur Frauenserie getan als Männerserie irgendwie. Es war noch nie etwas anderes geplant. Die ganze Zeit nur Gefühle und Vögeln und. Oh, wo sind die Kämpfe? Wo sind die Zombies? Wo sind die Drachen? Ja, ich glaube, da können wir noch lang warten. Ich habe mir ehrlich gesagt nur die erste Staffel angeschaut und mir das von Anfang an, das war so, yeah, okay, lass ich mir einreden, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, ich habe dann irgendwie gehört von Freunden, dass in der zweiten halt eher so Battles und so gibt, das war auch einfach nur Zach. Weil in dem Scheiß, in der Scheißserie können sich zwei nicht einmal gemütlich in die Goschen hauen, ohne dass vorher miteinander vögeln oder irgendwelche Dramen gibt. Nee, das ist wichtig. Das ist komplett unnötig. Aufs Maul ist wichtig. Mm-hmm.
Mein Gott, das Geblubber auf dem Server hier wird langsam hart, Alter. TOS-Clan, please help! Und einer von denen schreibt einfach nur zurück. What? What, what? Guy of Thrones, also. Fuck. I get the fuck out of here. Thank you.
Ich hab scheinbar irgendwas gesagt, wann er heute ankommt, oder? Oh, nicht. Ja, irgendwie schon den ganzen Tag nicht mal im Steam on war. Aber so, ah, jetzt ist er im Steam on. Holy crap. Mein Steam muss einen telepathischen Link haben. In letzter Zeit, ich sehe keinen von euch on. Erst wenn ich irgendwie auf einen von euch draufklicke, um zu schauen, wann er das letzte Mal on war, zack, zeigt er mir, ja, online. So, what the fuck. War gestern auch noch da um 5 ich gegangen und bin gleich. Also. Wirklich? Voll. Weißt du, diese Pros, oder? Die gehen nicht ab. Hat es wieder Probleme mit deinem Rechner, oder? Nein, gar nichts mehr. Das finde ich aber... Aber ich finde es geil, dass er was... Du hast gesagt, er ist ein paar Mal ist er gestartet und ist irgendwie verreckt beim Hochfahren und dann... Ja. Dass er von alleine dann irgendwie weitermacht, ist schon ein bisschen strange. Ja. Sollte so nicht passieren. Nö. Und vor allem, dass er dann einfach wieder funktioniert. Ja. Das ist auch, das verstehe ich überhaupt nicht. Also, das ist ein bisschen, yeah. Okay, can happen. Oh, you gotta be shitting me. Okay, fuck. Gott, die Tote, 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 die Tote,